aus einem Baumstamm mit kreisförmigem Querschnitt mit Radius groß R möchte man einen Balken schneiden, dessen Querschnitt ein gleichschenkliges Dreieck ist, wie hierunter dargestellt. Bestimme den maximalen Flächeninhalt des Querschnitts des Balkens und die Seitenlängen des entsprechenden Dreiecks. Begründe. Wir können diese Aufgabe analytisch lösen. Das bedeutet, wir wählen ein Bezugssystem, zum Beispiel so, und hier können wir ohne Einschränkung annehmen, dass der y-Wert von diesem Punkt B streng positiv ist. Wir suchen den Flächeninhalt von diesem Dreieck ABC. Den kann man zum Beispiel berechnen durch diese Basis mal diese Höhe geteilt durch 2, also so. Diese Basis, das ist 2 mal y. Und diese Höhe, das ist der Radius r plus x. Also ist der Flächeninhalt vom Dreieck ABC 2 mal y mal r plus x geteilt durch 2. Das hier kann man noch durch 2 kürzen und somit finden wir den gefragten Flächeninhalt als Funktion der zwei Variablen x und y. Jetzt versuchen wir y mit der Variablen x auszudrücken. Das ist auch nicht schwierig, weil dieser Punkt B ja zu dieser Kreislinie gehört, muss seine Koordinate die kartesische Gleichung dieses Kreises erfüllen, also muss x² plus y² gleich r² sein. Jetzt setzen wir x² rechts rüber, das wird dazu minus x², und dann setzen wir noch das Quadrat rüber. Normalerweise wird das zu plus minus Quadratwurzel, aber y ist ja streng positiv. Daraus dürfen wir also schließen, dass y gleich zu plus dieser Quadratwurzel ist. Und jetzt können wir hier y durch diese Quadratwurzel ersetzen. So erhalten wir den Flächeninhalt von diesem Dreieck als Funktion der einzigen Variablen x. Da wir von dieser Funktion a von x ein Maximum suchen, werden wir diese Funktion zuerst einmal ableiten. Die Ableitung von diesem Produkt, das ist Ableitung von r plus x, also 1, mal diese Quadratwurzel, plus r plus x mal die Ableitung dieser Quadratwurzel. Und die Ableitung dieser Quadratwurzel, das ist die Ableitung vom Radikant, also minus 2x, geteilt durch 2 mal die Quadratwurzel, so wie sie da stand. Diesen Bruch können wir noch durch 2 kürzen. Jetzt machen wir beide Brüche gleichnamig und somit reicht es, die Zähler zu addieren. Die Addition dieser Zähler ergibt dieses Trinom zweiten Grades. Ich mag es eher, wenn das Minus vor dem Bruchstrich steht, so dass das Trinom mit einer streng positiven Zahl beginnt. Also mache ich das, man muss das aber nicht. Wir werden von dieser Ableitung eine Zeichentabelle erstellen und dazu brauchen wir deren besonderen Werte. Im Nenner sind es minus r und r und im Zähler, die müssen wir noch herausfinden. Wir schauen also, wann dieses Trinom gleich 0 wird. Das ist eine Gleichung zweiten Grades. Die Diskriminante ergibt 9r², also gibt es zwei Lösungen, und zwar r halbe und minus r. Jetzt können wir von a' von x eine Zeichentabelle erstellen. In dieser Zeichentabelle werden wir jeden einzelnen Faktor von a' von x berücksichtigen und vergessen nicht diesen Faktor minus 1. So ist diese Tabelle vorbereitet. Egal welchen Wert die Variable x hat, minus 1 ist immer streng negativ. Dieses Trinom zweiten Grades ist 0 bei minus r und bei r halbe, also da und da schreiben wir 0. Außerhalb dieser zwei Nullen schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x², also plus und dazwischen entgegengesetzt. Diese Quadratwurzel, die wird 0 bei minus r und bei r. Außerhalb dieser zwei besonderen Werte gibt es die Quadratwurzel nicht und zwischen diesen beiden Werten ist die Quadratwurzel streng positiv, also so.
Und somit finden wir die Zeichenzeile für a' von x. Links von minus r ist die Ableitung nicht definiert wegen diesem Nenner. Bei minus r ist die Ableitung auch nicht definiert, weil dieser Nenner ja da 0 wird. Zwischen minus r und r halbe ist die Ableitung streng positiv. Bei r halbe wird sie 0. Zwischen r halbe und r ist sie streng negativ. Und bei r sowie auch rechts von r ist die Ableitung nicht definiert. In diesem Bereich hier können wir also für a von x schlussfolgern. Zuerst einmal, wenn x minus r ist, dann ist a von x 0, genau dasselbe bei r. Und in diesem Bereich, da steigt die Funktion, da fällt sie und bei r halbe wird die Ableitung 0. Also erreicht die Funktion a von x bei r halbe ein Maximum. Da der Flächeninhalt von diesem Dreieck ein Maximum erreicht, wenn x r halbe ist, werden wir diesen maximalen Flächeninhalt herausfinden, indem wir das Bild von r halbe durch diese Funktion a bestimmen. Das heißt, in a von x ersetzen wir x durch r halbe da und da. Somit führt das zu dieser Rechnung. Und somit finden wir sofort, dass der maximale Flächeninhalt gleich zu diesem Bruch ist, was wir hier nochmal festhalten. Der maximale Flächeninhalt von diesem Dreieck beträgt also 3 mal Quadratwurzel von 3 mal das Quadrat vom Radius r geteilt durch 4. Jetzt sollen wir noch die entsprechenden Seitenlängen finden. Beginnen wir mit der Seite BC. Ihre Länge, das heißt der Abstand zwischen B und C, das ist zweimal dieser y-Wert, also so. Der y-Wert ist aber die Quadratwurzel von r² minus x². Beim maximalen Flächeninhalt wissen wir, dass x r halbe sein muss, also ersetzen wir hier x durch r halbe. So führt das zur Rechnung vom Abstand zwischen B und C zu 2 mal dieser Quadratwurzel, das heißt zu Quadratwurzel von 3 mal Radius r. Jetzt schauen wir den Abstand zwischen a und b. Den können wir zum Beispiel anhand dieser beiden Koordinaten berechnen. A hat als Koordinate minus r 0 und der Punkt b hat als Abszisse r halbe und als Ordinate die Hälfte vom Abstand von b und c. Also Wurzel 3 mal r geteilt durch 2. Diese Koordinaten setzen wir einfach in der Distanzformel ein. Das führt dann zu dieser Quadratwurzel oder auch zu dieser Quadratwurzel. Übrigens, man hätte auch das finden können durch Anwendung vom Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck. Auf jeden Fall findet man als Distanz zwischen a und b die Quadratwurzel von 3 mal Radius r. Wir stellen fest, dass die Distanz zwischen a und b genau dieselbe ist wie die Distanz zwischen b und c. Der Abstand zwischen a und c, das ist derselbe wie der Abstand zwischen a und b, denn durch die Angabe wissen wir, dass dieses Dreieck ABC gleichschenklig ist. Also finden wir letztendlich raus, dass der Flächeninhalt vom Dreieck maximal wird, wenn die drei Seiten des Dreiecks gleich lang sind, und zwar Quadratwurzel von 3 mal r. Somit ist dieses Dreieck also ein gleichseitiges Dreieck. Wir können das in der Zeichnung überprüfen, indem wir den Punkt B bewegen. Wenn b tiefer ist, dann wird der Flächeninhalt von dem Dreieck kleiner. Also setzen wir den Punkt b etwas höher, der Flächeninhalt vom Dreieck wird etwas größer. Ungefähr hier, wenn x r halbe ist, haben wir das gleichseitige Dreieck. Ungefähr da ist also der Flächeninhalt maximal. Jetzt nehmen wir b noch etwas höher. Jetzt noch weiter nach links und wir stellen fest, dann wird der Flächeninhalt des Dreiecks wieder kleiner. So wird er größer,
bis zu diesem Maximalwert ungefähr da und so wird der Flächeninhalt wieder kleiner.